Guten Morgen, wir fahren Ski. Heute. Komm mit. Nicht gesehen. Wir sind angekommen. Willkommen heute im Vlog. Was gibt's heute? Da? Wie nennt man das? Gondel? Genau, eine Gondel. Heißt, heute fahren wir Ski. Er ist wieder dabei. Ihr solltet ihn kennen von den anderen Videos. Eine Fahrradtour. Hinten ist alles schön voll bepackt. Und wir sind 300 Kilometer gerade gefahren. Also ich. Der hat geschlafen. Nein, hat er nicht. Ja, und... Ja, auf jeden Fall geht es jetzt zum Skifahren. Also, wir hocken eben im Lift in der Gondel. Und das hier ist eine Sprungschanze, also von hier oben. Hört man los. Springt dann da runter. Sehr schön. Wir starten von der Höhe von 800 Meter und gehen auf 2200. Ja, guck, so Victor. Ah, gut, es ist kleiner, aber fängst du mit kleinen Schanzen an, dann geht's halt immer auf die große. Ja. Das wird jetzt gefilmt. Ui, ordentlich. Ja. Nicht schlecht. Sind die relativ jung oder sehen die? Da gibt es kein Zurück mehr, Victor. Der ist ruhig. Heute lerne ich Skifahren. Wird auf jeden Fall richtig witzig. Mit dem Trainer. Also er trainiert mich. Habe ihn extra angebucht. Ja. Meine Skier. Sehr schön. Also richtig neu. Man sieht gar keine Kratzer drin. Ja. Die Skier sind auch relativ neu. Also weiß nicht. Kann man so machen. Ja. Relativ wenig Schnee hier, aber hinten sieht es echt schön aus. Im Hintergrund. Am Wochenende, also. Es war halt mal. Ja, ja. Sieht jetzt wieder anders aus. Ich hatte eben so immer mal ein bisschen auch in der Webcam geguckt. Ja, ist eigentlich ganz okay aus dem Fahren. Also da fahren wir später runter, von hier oben. Ja. Da fahren wir runter. Ich buche schon mal den Red Bull Helikopter. Ne? Ja, der war gestern auch da. Ah, okay. Komm mal zur Mittelstation nicht, weil der da auf dem Plateau gelandet ist. Braucht man nicht. Da sieht man schon ein paar Fahrer. Du weißt. Also, hier sind wir. Angekommen und nein, das liegt nicht an meinem Handy, nicht an der Kamera. Es ist wirklich weiß, es ist so. Leider kein Schnee. Nee, leider nur was. Das ist. So. Pass das Handy weg. Ankommen. Angekommen. Das ist das Skigebiet. Hier fahren wir ein bisschen Ski. Da oben möchte ich hin zu der Gipfelstation. Ah, da sind wir, okay. Ja. Was möchtest du sagen? Bist du froh? Hier zu sein. Ich bin extrem froh. Auf jeden Fall. Hier zu sein. Dann sehen wir uns beim Skifahren. Filmen werde ich wahrscheinlich nicht, weil. Also heute nicht. In den nächsten Tagen vielleicht schon, aber heute. Geht's erstmal ums Trainieren, Trainieren, Trainieren. Und dann sehen wir. Also dann. Hier sind wir oben. Heute sehr verschneit. Und auch sehr neblig. Hier die Talstation 2224 Meter hoch. So sieht die Aussicht heute aus. Da ist ein bisschen nebelig. Aber extrem schön. Skifahren klappt gut. Heute schon die Rote gefahren, zweimal. Und ja. Morgen wird es dann auch ein bisschen ein paar Videos geben, wie ich dann fahre.
Heute ist noch Trainingszeit. Sehr cool. Boah, und hinten ist es auch echt schön. Hier mit diesen. Boah. Fahr mal, oder? Hier runter. Mach mal. Fahr mal hier runter. Ich bin mit dem Paraglider. Boah. Also, wir haben jetzt eine kleine Pause. Haben vorhin gegessen. Hinten ist das Skigebiet hier. Und hier sind unsere Skier. Denn wie immer macht Finn seine Exkursionen. Beziehungsweise er sucht den Geocache. Ist eine Hütte heute weniger. Ah ja. Also bitte lebendig den Geocache machen. Danke. Ja. Die Aussicht heute ein bisschen neblig. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. So, jetzt habe ich auch meinen Mundschutz weggemacht. Ja. Und dann geht es später noch darunter, weil da ist eine Kante. Outfit, Chiemsee-Hose. Hier ein Bändel mit meinem Handschuh. Und ja. Die geile McDonald's. Gesichtsbedeckung. Kopftuch. Also, Tag 1 vom Skifahren. Wie war's? Gut. Ich bin einmal in Schwarze gefahren. Schwarze ist die schwierigste Piste. Dann gibt's Rot und Blau. Und dreimal die blaue und mehrmals unterschiedliche rote. Also für den ersten Tag, dafür, dass ich 3 Jahre nicht gefahren bin, sehr gut, hat Spaß gemacht. Finn hat mir echt gut alles beigebracht. Also, dass du es gerade siehst. Dankeschön. Und ja, jetzt geht's runter. Da ist noch ein Bereich, wo man Skifahren kann. Aber für den ersten Tag reicht es auch mit dem Fahren. Hat echt Spaß gemacht. Meine schönen Skier. Ja. Das ist die Abfahrt. Relativ wenig Schnee, aber ist ja auch schon Mitte Februar. Deswegen kann man sich nicht beschweren. Aber sonst extrem schön. Also Alpen, glaube ich. Wobei das ja eher die Voralpen sind, würde ich sagen. Ja, echt schön. Kurze Roomtour. Das ist ein Schlafplatz. Hier haben wir einen Ablageplatz. Hier haben wir einen zweiten Schlafplatz, einen Balkon. Unsere Sachen, Mohn. Und hier das Bad. War ich noch nicht drin. Wo geht das Licht? Ja. Ah, das geht automatisch an. Ja, da bin ich. Richtig fresh mit den Haaren. Und ja, sieht doch gut aus. Jetzt so 2 Leute kann man machen. Dann hier der Ausblick auf hübsche Berge. Gehen wir auch einfach mal raus aus einem Fenster. Da. Guck, und das da unten ist quasi die Boulderraum. Das da oben sind die 2 Stockwerke für Schulklassen. Jungs, Mädels, Getränk. Und das da unten ist hinten der Boulderraum. Und da wir halt bis. Wir haben gegessen, wir sind jetzt in der Wohnung angekommen, die habe ich glaube ich schon gezeigt. Genau, und Essen heute gab es Spaghetti Bolognese, war sehr lecker, vegetarisch. Und während ich hier lieg und entspann. Ja, klettert Finn über Kopf. Also, wortwörtlich, ich lieg hier, da klettert Finn. Das sieht relativ interessant aus.
Akku zu greifen. Wieder Füße mitnehmen, ganz wichtig.